Herzlich willkommen im Museum für Fotografie. Mein Name ist Ludger Dierenthal. Ich bin Leiter der Sammlung Fotografie der Kunstbibliothek und mache hier mit vielen anderen die Ausstellungen im Kaisersaal. Und Sie sehen hier die Ausstellung Fotografie, Wolfgang Schulz und die Fotoszene um 1980. Und Fotografie heißt eigentlich nicht, dass das Ganze eine Fotoszene ohne Zentrum ist, sondern das Zentrum ist diese Zeitschrift Fotografie gewesen. Und die haben wir hier im Eingang präsentiert. 40 Ausgaben in langer Reihe. Und wenn man so ein bisschen an dieser Reihe entlang geht, dann sieht man, da ist sehr viel Unterschiedliches drin. Denn die Fotoszene in Westdeutschland in den 80er Jahren, die beschränkte sich nicht nur auf eine Form von Fotografie, sondern ganz viele unterschiedliche. Und diese unterschiedlichen Formen der Fotografie verdanken wir Wolfgang Schulz, der der Herausgeber der Zeitschrift war, sein Promoter und das Zentrum dieser Ausstellung auch ist. Ich bin Steffen Siegel. Ich unterrichte als Professor für Theorie und Geschichte der Fotografie an der Folkwang-Universität der Künste in Essen. Und ich bin einer der drei Co-Kuratoren dieser Ausstellung, gemeinsam mit Bernd Stiegler und Reinhard Matz. Wir sehen hier ein Porträt, genau ein Selbstporträt von Wolfgang Schulz, der das gar nicht so heimliche Zentrum dieser Ausstellung ist. Immerhin ist von ihm ja auch im Namen der Ausstellung die Rede. Wolfgang Schulz zeigt sich hier als 34-jährigen Mann und man kann sagen, er schaut ein wenig gelangweilt, müde, desinteressiert, irgendwie abwesend. Halb schläft er nicht. Aber dieses Bild ist eine Täuschung. Tatsächlich ist Schulz das Kraftzentrum der Zeitschrift Fotografie, die er über 8 Jahre von 1977 bis 1985 herausgegeben hat. Ohne ihn hätte es dieses Projekt nicht gegeben und ohne ihn wäre es auch nicht so lange gegangen. Er war, das glaube ich, kann man sagen, ein Rock'n'Roller. Später war er ein Punker, und zwar im ganz wörtlichen Sinne, aber auch im übertragenen. Er war derjenige, der diese Zeitschrift auf sehr lebendige Weise vorangetrieben hat, der sehr viele verschiedene Stimmen der Fotografie untergebracht hat und der mit einem ausgesprochen neugierigen Blick diese Portfolios, die in dieser Zeitschrift stattfanden, kuratiert hat. Von diesem neugierigen Blick ist hier eventuell etwas zu sehen, eventuell auch nicht. Das macht gerade den Charme dieses Selbstporträts aus, denn eigentlich ist es wichtig, die Zeitschrift aufzuschlagen, so wie es auch wichtig ist, hier einen zweiten Blick auf dieses Bild zu werfen. Wer eine Zeitschrift gründet, der weiß besser vorher nicht, was er da eigentlich tut. Denn man muss ja einmal im Vierteljahr, das war das Vorhaben von Wolfgang Schulz, liefern. Und wenn man liefern will, dann braucht man mehr als sich selbst, dann braucht man Mitstreiterinnen und Mitstreiter. Wir sehen hier eine ganze Reihe von Porträts, die der Fotograf Wolfgang Schulz in seiner Wohnung aufgenommen hat. Und das ist die Wohnung, die gleichzeitig der Ort der Redaktion war. Das sind Freundinnen und Freunde. Mitstreiter, die in der einen oder anderen Form geholfen haben, dass dieses Projekt immerhin über 8 Jahre hinweg wirklich werden konnte. Ich will genau ein einziges Bild herausgreifen. Das ist dieses hier des jungen Rolf Sachse. Wir sehen einen jungen Mann, der sehr herausfordernd, selbstbewusst, kritisch, auch neugierig natürlich in die Kamera schaut und der für die Zeitschrift, die im Hintergrund des Bildes zu sehen ist, sehr wichtig wurde. Er hat als Kritiker gearbeitet, er war für Wolfgang Schulz einer derjenigen, die sehr eng beigetragen haben zum Konzept und zu den Inhalten, die aber auch über die Laufzeit dieser Zeitschrift hinaus, die ja 1985 eingestellt wurde, bei der Fotografie dem Medium geblieben ist, als Kritiker und später dann schließlich als Professor. Das ist eine Serie von Reinhard Matz, der nicht nur Fotograf war und ist, sondern gleichzeitig auch Fotohistoriker und daher einer der Kuratoren der Ausstellung neben Steffen Siegel und Bernd Stiegler. Und das ist eine Serie, die er damals schon veröffentlicht hat und die heutzutage irritierend aktuell geworden ist, wie wir feststellen mussten. Eine Serie über Würste, und zwar nicht über Würste, die sie so im Laden kaufen konnten, sondern die man industriell hergestellt und industriell verpackt hat. Das Ganze wurde damals publiziert in einem Heft mit dem Titel Fleischeslust und das war natürlich mehrdeutig. Es ging also um die mehreren Lüste, die mit dem Fleisch verbunden sind. Diese Fleischeslust ist eine, die nur sehr schwer zu genießen ist, aber die von Reinhard Matz durchaus ernst und auch in einer strengen Konzeption aufgenommen worden ist. Er hat das Ganze auch dann als Plakatserie aufgefasst. Das heißt, er versuchte, das Ganze nicht nur einfach, sondern auch plakativ einem breiten Publikum nahezubringen.
Wir sehen hier eine Position, die man vielleicht nicht in einer Kunstausstellung erwarten würde, die aber sowohl für die Zeitschrift Fotografie wichtig wurde, als auch für uns als Kuratoren eine ganz zentrale Rolle spielt. Das ist Angela Neukes fotografische Arbeit während der Beerdigung der RAF-Terroristen Baader, Enslin und Raspe 1977. Es ist eine ausgesprochen bewegende Aufnahme, ausgesprochen bewegende Serie von Ereignissen, die Geschichte geschrieben haben und die sich immer noch in die Lehrbücher eingetragen haben. Wichtig sind sie aber nicht nur, weil es tatsächlich so etwas wie einen zeithistorischen Wert gibt, der uns noch immer heute etwas zu sagen hat, sondern auch, weil Neuke als Fotografin sehr konzeptuell, sehr bewusst, sehr reflexiv mit diesen Ereignissen hier umgegangen ist. Wir haben hier sowohl diese Szenen von der Beerdigung der Terroristen und eben auch der Särge, die wir hier sehen, als auch das dazu unbedingt gehörende Gegenstück, das auch Neuke fotografiert hat. Und das Gegenstück sind die Aufnahmen, die sie von der Beerdigung von Hans-Martin Schleyer gemacht hat. Das sind Aufnahmen, die im Grunde wie ein Scharnier zu dem anderen passen. Das Scharnier ist genau hier auch an der Wand zu sehen, virtuell natürlich nur. Und es ist aber auch als Scharnier in der Zeitschrift Fotografie gewesen, denn Wolfgang Schulz hat genau diese Serie in diesem Doppelspiel von beiden Beerdigungen veröffentlicht. Man sieht den Unterschied zwischen den Särgen, dem einen Sarg hier und den Särgen dort. Und auch die Art der Trauergemeinde ist in einer anderen Art dokumentiert. Und dieses Dokumentieren ist aber gleichzeitig auch mit einer politischen Haltung verbunden. Eine Haltung, die man an vielen kleinen Details sehen kann und wo man dann auch immer das Gespür von Neuke sehen kann, wie sie die Zeitgeschichte, die ja wirklich in dieser Beerdigung, in diesen Beerdigungen sichtbar wird, in einem großen Reportagesatz einfängt. Es gab im Lauf der 1970er Jahre eine merkwürdige Idee davon, was eigentlich künstlerische Fotografie sein könnte. Und viele waren sich einig, Farbfotografie gehört ganz gewiss nicht dazu. Das ist was, was man vielleicht im Magazin sehen kann, das mag bei Urlaubsbildern eine Rolle spielen, aber sicherlich nicht bei der Kunst. Das ändert sich in der Zeit, die uns in dieser Ausstellung interessiert, auf eine ganz bemerkenswerte Weise. Wir sehen hier Bilder, genau genommen Montagen von Andreas Horlitz, die unverkennbar Farbe brauchen, mit Farbe arbeiten. Und diese Tableaus zeigen jeweils, wenn wir genau hinschauen, mehr als ein Bild. Im oberen Teil Aufnahmen aus dem jeweils nächtlichen Essen und im unteren Teil sind es Aufnahmen, die der Fotograf direkt vom Fernseher abfotografiert hat. Hier geht es um Wirklichkeitserfassung und um medialisierte Formen, im Fernsehen gezeigte Formen der Wirklichkeit. Und wie man auch sehen kann, interessiert sich der Fotograf hier einerseits für das Essener Innenstadtbild, das nicht immer nur ein schönes ist, ganz klar, und dann aber auch für Fernsehsendungen, die wohl gleichzeitig zu diesen Aufnahmen gelaufen sein könnten. Und auch von diesen Fernsehsendungen wird man das eine oder andere Mal sich nicht unbedingt sicher sein müssen, wie schön sie wirklich gewesen sind. Unverkennbar jedenfalls hat der Fotograf Horlitz hier einen sehr ironischen Blick auf das, was die Gegenwart der Aufnahmezeit hier anbelangt.